Guten Tag, moin, moin, Leute, seid gegrüßt. Landwirtschaftssimulator natürlich 22, nordfriesischer Marsch, vierfach, Produktionspack, Modspack und so weiter und so fort. Oben links sehen wir immer noch eine Menge Bedürfnisse bei mir, ne, wenn ihr guckt, und da seht ihr das und so, ne? Ja. Aber wir wollen jetzt hier rüber, wir müssen Drescher umsetzen, einige. Hier insgesamt, vier Mähdrescher wollen auf neue Felder. Fangen wir gleich hier vorne an, das geht ja gerade so gut. Fangen wir hier rein. Hier haben wir jetzt das letzte Mondfeld. Hier sind wir schon durch mit der Mohnernte. Das ist dann die erste Frucht, die wir geschafft haben. Hier haben wir einen guten Ertrag. Müssen wir schnell gucken wegen Feld, ob wir da schon was haben oder ob wir noch schnell neue Kurse machen sollten für die neuen mit zwei Dreschern. Ja, mach ich jetzt schnell, ne? Also wir sind 13,5, wir sind 2 auf dem Kurs, wir machen einen Vorgewinn, wir starten auf dem Vorgewinn, weil dann kann er direkt hier vorne anfangen, das andere ist ja sonst nervig. So. Ja, speichern wir noch schnell. Mal speichern. F09, aber wir kommen jedes Mal sowieso aus einer anderen Ecke hier an, ne? Von daher. Egal. So, links 1, viel Spaß. Werter Nummer 1. Da fehlen uns die Abfahrer, die, glaube ich, blockiert sind. Das muss ich dann einmal, die Blockade muss ich einmal lösen. Die sind bei der Ketchup-Fabrik. Und der eine kann ich abkippen, weil der schon zu weit gefahren ist. Deswegen kann der JCB nicht wieder zurück. Aber der kommt danach auch schon zu einem anderen Feld. Wir wollen danach nämlich Dinkel ernten. Wir haben erstmal sehr viel Senfkörner geerntet, sodass die Senfproduktion hier anläuft und jetzt auch lange läuft. Das ist ja die dritte Ladung. Wir haben ja schon über 100.000 Liter Senf hier angeliefert. Das reicht für lange. Und der JCB nimmt den Rest Senfkörner auf von Feld 72. Müsste doch eigentlich abkippen, oder nicht? Ist das richtige Fahrzeug oder was? Sind wir schon voll mit Senf? Nee. Nee, 83.000 haben wir bisher. Ich glaube, ich bin einfach ein bisschen zu komisch da drauf. Ansonsten muss ich mal gleich die ganzen Fenster zumachen. Ich war im Frontgewicht oder ich weiß es nicht. Ja, habe ich dann auch gesehen. Gut, so, danach Dinkel 71. 70 ist, liegt erst auf dem Weg. Machen wir erst die 70. Ist ein bisschen kleiner, das Feld. Nix. Und Dinkel brauchen wir eigentlich fast nur in der Mehlfabrik. Ja, ich weiß das. Der JCB kommt. Die Schwattmäher haben die Hälfte, ne? Feld 65, oder ein bisschen mehr. Feld 65 muss dann noch und da oben stehen die Schneidwerkswagen von den Schwattmähern. So. Das machen wir sonst gleichzeitig, ist nicht so schlimm. Wenn wir das jetzt zu sehr auseinanderreißen, ist halt auch blöd. Bei dem anderen habe ich auch nicht Feld 9 eingestellt, oder? Abfahrer Feld 9. Wir müssen nachher auch zwischendurch mal darauf achten, dass wir jetzt in den Weizen gehen, ob wir zwischendurch tanken müssen oder ob wir noch. Ne? Ja. Das scheint ja ganz woanders hingefahren zu sein, weil ich nicht erster Wegpunkt gesagt habe. Ach, wie dumm schon wieder. Er war am nächsten Wegpunkt und hat er sich jetzt schon irgendwie in die Bahn geschlichen, da hinten der erste Monddrescher. Naja, gut. Feld 9. Dreschen. Und dann macht der das halt, ne? Erstmal.
Wir fahren zur Ketchupfabrik. Da holen wir jetzt eine Ladung Senf. Dann haben wir die Currywurst da oben auch raus. Also den Wurstbooster-Senf. Ah, es wird lang. Den dann gleich auf rechts 1 machen und dann den ersten nehmen, damit er dann nochmal hinterher fährt. Wahrscheinlich am geschicktesten. Wo das Feld so klein ist, dass er fast durchkommt, glaube ich, ohne abbunkern zu müssen. Ich lasse das einfach erstmal so, Leute. Wir brauchen mal den Abfahrer hier drüben. Wir können das auch... Das ist eigentlich fast egal, das ist auch nebenan. Ja, die Ladung geht jetzt noch in die Ölmühle. Oh, Autosave geht aber noch. Jetzt geht Autosave. Lief gerade die Zeit wieder runter. Ach, schon wieder so weit gefahren. Ich kann mir vorstellen, dass der John Deere jetzt im Vorgewende gleich ein Problem kriegt. Oder Fendt ist es, ne? Heute in Markenprobleme. Der John Deere ist leer gemacht worden und steht jetzt auch am Ende. Dann können wir jetzt in den Dinkel starten. Da haben wir nachher auch was zum Pressen. Da wären wir im Strohbereich unterwegs. Obwohl ich auch mal dachte, ob ich das mit der Primus mache, ne? Und aktives Abfahren. Also durch Helfer. Dass wir das verkaufen eben, ne? Weil das ja ganz gutes Geld bringt. Dieser kleinen Kaufstation oder so. Die Primus Pellets. Man kann ja wohl doch mit kleinen Anhängern angehen, so wie Drescher abfahren, ne? Wie gesagt, die nächste Ladung geht ins Hofsilo. Der Klaas ist gleich schon am Ende angekommen. Ja, moin, danke fürs Reinschalten. Ja, ich dachte auch. Wie gesagt, ist ein Versuch wert. Dauert natürlich, weil die Primus langsam ist, aber da man das ja mit Kursplay Auto Drive nebenher machen kann, das ist ja vielleicht mal eine Idee. Ein großer Steinesammler. Ich habe in einem Wild West habe ich so ein komisches Ding, aber groß heißt natürlich auch mit geschummelter Kapazität, mit nicht geschummelter Kapazität, mit mehr Arbeitsgeschwindigkeit, mehr Arbeitsbreite oder was auch immer. Also ich habe ja ein bisschen mehr Arbeitsbreite, ein bisschen mehr Geschwindigkeit und ein bisschen mehr Kapazität, aber alles noch im Rahmen.
Und da macht bloß keinen Platz hier vom Dreschen. Da muss drüben aber gut, dass ich wegfahre gerade. Gleich gespannt, was der Klaas jetzt hat. Für viel Menge. Ja, ist echt so. Der kann das ganze Feld machen, ohne einmal abbunkern zu müssen. Würde ich sagen, kümmern wir uns mal lieber um die hier, ne? Los. ...71, glaube ich, wollten wir, oder die 70? 70. Gut, das Feld ist dann auch mulchbereit. Noch mal muss diesen automatischen Dings rausnehmen, oder? Animated Tore. Animated Objects Tore. Ich weiß nicht genau mehr, wie das heißt mit dem Mod. So, Start mit Dinkel. Muss entladen werden. Ist ja schon am Ende angekommen, der Klaas Thrasher, weil ne, so anderes kann es nicht sein. Ich habe natürlich jetzt genau noch vor der Brücke ein Auto. Lass uns mal durch. Ich habe noch ein Auto. Nee, Leute. Schwatt, ne? Genau, da haben wir Schwatt. Ich glaube, wir sind auf 70. Haben wir 2x70? Einmal 12 haben wir. 13 Meter einmal auf 70. Okay. 13,50 Meter Ansatz so 2. Machen wir nur ein vor. Obwohl wir pressen hier Ballen, ist vielleicht mit 2 ein bisschen entspannter. Wir starten auf Vorgewinde, wir machen scharf. Bete, ja, passt eigentlich alles. So. Verspeichern. F70. Dreschen 2 mal 13 Meter. Erster Wegpunkt links 1 ist schick. Und Feld 70 einstellen. Alles richtig eingestellt. Genau. So. Gute Fahrt.
John Deere ein bisschen Kram gefahren oder was? Ernsthaft? Ne, der steht schon da, ne? Ja, schon vom Feld runter. Der war schneller als gedacht. So, gut. Das und das. Auch natürlich Feld 70 dreschen. Zweimal Crossladen zurück. Erster Waypoint rechts 1. Okay, so klappt es mit dem Dinkel. Gut voran. Schon wieder 12:30, ne? Schon wieder 2:30. Das gibt eigentlich kein Wunderkaffee schon, ja. Mit dem fahren wir jetzt einfach nochmal zum rechts einen Startpunkt, ne? Dann macht er hier nochmal die letzten Meters. Nehmen das nochmal weg, was wir hier beim Rund dreschen, was er nicht erwischt hat. Mit dem Ideal. Wollen wir mal gucken. War schon krass, wie wenig Mohnertrag bringt. Ach so. Träger mit Anhänger steht da unten am Weg. Im Weg. Oh, aber er hat genau reingebunkert. Das ist ja komisch. Das ist ein Zufall. Früher fährt er jetzt eh ein paar verwirrte Wege hier, ne? Aber egal. Für zwei so große Drescher ist das Feld halt ein bisschen zu klein. Ich denke, dass wir weizenmäßig gleich hier mit 11-12 zum Beispiel anfangen, wobei ich gerade sehe, haben wir das eigentlich autodrive-mäßig gar nicht sauber gemacht hier? Kann sogar sein, oder? Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall haben wir ein schönes Weizenfeld, was wartet, geerntet zu werden. Brüht ihr natürlich nochmal andere Abfahrkapazitäten. Ich meine, hier steht ja einer. Und mit dem wir Dünger gemacht haben, den können wir natürlich auch mit reinnehmen.
fast voll, 95%, genau hier am Ende. Wir müssen jetzt gucken, dass der Senffahrer, dass wir den auch nochmal umstellen. Damit dann sind die da aber auch so eingestellt, dass sie den Rest schaffen können. Auf dem Rückweg. So. Meine Senfpalette, ne? Wie viel Senf haben wir denn jetzt hier? 240, das ist ein bisschen wenig. Wir müssen noch eine Ingame-Stunde warten. Schick mal, Pascal, kannst du einen Link für das YouTube-Video raussuchen? Das YouTube-Video posten mit dem Farm Production Pack Test. Da brauchst du aber auch nicht die Map testen, da musst du erstmal das Pack testen, weil das Pack funktioniert nämlich nicht so gut. Danke, Pascal. Müsste unter Streams sein, ne? Ich weiß nicht, ob es unter direkt unter Videos zu sehen ist oder unter Livestreams, aber auf YouTube auf jeden Fall, da gibt es einen Link zu dem Test vom Farm Production. So, Dinkel kommt ja erstmal alles in die Mehlproduktion, ne? Bis sie nicht mehr aufnahmefähig ist. Genau, genau. So. Ja, da ist noch der große Havel. Ich weiß auch nicht genau, ob ich da jetzt selber zum Abfahren komme. Ich glaube, der John Deere ist leer gemacht worden. Wenn ich den jetzt rausnehme, habe ich bei dem wahrscheinlich ein Problem mit dem nächsten Bildpunkt. Winkel ist schon mal wesentlich ertragreicher, wie wir hier gleich merken, ne? Können wir dann in der nächsten Ecke schon wieder tauschen. Lass auch ruhig an, nochmal in der Nachricht von wegen hier Test vom Farm Production Pack anhängen oder so, wenn das geht. Gibt ja bestimmt noch den einen oder anderen, der es vielleicht noch nicht gesehen hat mit dem neuen Farm Production Pack. So, jetzt müssen wir nichts da machen, ne? Und dann in der Hoffnung, dass er weiter drischt. Und nicht jetzt schon meint, dass er eine Überführungsfahrt ist. Der passt. Ja, ich denke, es ist knapp mit zwei Abfahrern hier im Dinkel. Der John Deere soll jetzt gleich erstmal wieder warten. Und den Klaas vorbeiziehen lassen. Schon wieder 25 Zeit gerannt, trotz. Na gut, da machen wir eine kurze Pause. Mach das Spiel kurz auch auf Pause, damit ja nicht, ne, so stehen sie gleich wieder alle still und nichts passiert. Ernte muss man da ein bisschen aktiv begleiten gerne. Und ich hole mal schnell mal einen neuen Kaffee, ne? Oh nein, es ist vorbei mit der 100 Likes ist. Laura, moin. Ach, nee, deine Taschentücher kannst du behalten. Wollte ich mal lieber, dass Bremen doch nicht absteigt. So.
Vita Marco, danke dir für den 9. Monat. Vielen, vielen Dank. Danke dir für deinen Support. Vielen, vielen Dank. Ja, wie gesagt, ich mache hier mal so, ich drücke mal so Pause, ne? So, vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zur nächsten Folge. Bis dann, vielen Dank. Und tschüss.